Musikalisches Rendezvous im Hamburger Kehrwieder-Theater. 4 Wochen vor der Premiere präsentieren Rocky und sein Ensemble zum ersten Mal mit Live-Orchester die deutschen Rocky-Songs. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Orchester von Rocky hat heute zum allerersten Mal die Cast singen hören und die Cast hat zum allerersten Mal die Musik vom Orchester spielen hören. Und das ist jetzt so die pränatale Phase eines Musicals, in der wir uns befinden. Und heute beginnt eigentlich das Herz des Musicals zu schlagen. Der Broadway-erfahrene Terence Archie singt als Darsteller des Apollo Creed das erste Mal auf Deutsch. Ein weißer Loser von unten wird zum großen Held. Genau wie es Amerika gefällt. Rot, weiß und blau und großes Geld. Patriotisch. Es ist etwas leichter, auf Deutsch zu singen, als zu sprechen, weil die Musik, die Stephen und Lynn geschrieben haben, mir den Weg weist in die Rolle, wie sie fühlt und denkt. Ich surfe quasi auf der Musik und das hilft mir, auf einer tieferen Ebene zu verstehen, was ich da gerade ausdrücke. Über einen Zeitraum von 6 Jahren haben Texterin Lynn Ahrens und Komponist Stephen Flaherty gemeinsam am Rocky-Musical gearbeitet. Die Geschichte zwischen Rocky und Adrian ist der Kern des Musicals. Diese beiden Menschen, die füreinander bestimmt sind. Und das Publikum fiebert mit, ob sie zueinander finden. Musikalisch finde ich da als Komponist genug Material, mit dem ich arbeiten kann. Wietzke van Tongeren überzeugt als Adrian an Rockys Seite. Und wenn es weiter regnet, dann spült es mich mit sich fort. She is finding her way. Like, there's a beautiful. Adrian findet ihren Weg. Da gibt es eine schöne Zeile. Ich finde es schön, weil ich es geschrieben habe, aber es ist auch auf Deutsch schön. Es geht um einen Grashalm, der nach oben wächst, durch den Asphalt Richtung Sonne und den Asphalt dabei nach oben drückt. Ich finde, das ist ein gutes Bild für Adrian. Schüchtern, eine kleine Blume, die sich danach sehnt, das Licht zu finden. Doch ich sehe nicht auf, winke nicht zurück, denn ich glaube nicht daran, dass ein Grashalm, der den Asphalt durchbricht, überleben kann. Im Film sieht man halt, ja, die Schüchternheit sieht man, das kriegt noch kein Gesicht. Und da hier Musik dabei ist und sie auch Lieder singen kann, kriegt man einen Einblick in ihre Gedankenwelt und wie das eigentlich innen drin in ihr aussieht. Und das ist vielleicht ein Extra, was man vielleicht im Film noch nicht bekommen konnte, weil da natürlich noch keine Musik war. Für das heute präsentierte 36-köpfige Rocky-Ensemble beginnt jetzt der 4-wöchige Endspurt bis zur Premiere. Drew Sarich wurde schon vor 5 Monaten als Rocky gecastet. Seitdem bereitet er sich auf die bisher größte Musical-Rolle seines Lebens vor. Immer nur ausgezählt, so kenne ich das, bis am heute. Rocky, das Musical, feiert Weltpremiere am 18.11. im Hamburger Operettenhaus.